Willkommen, willkommen zu Part 22 von Final Fantasy 15. Wir sind jetzt gerade dabei, den Gejagten zu retten und ihr seht, wie bunt unsere Chocobos sind. Total lustig. Ich muss ehrlich gestehen, es ist mir zu viel Grün am Start, aber ich kann momentan noch nichts ändern. Das Rot passt übrigens richtig genial zum Gladiolus und das Weiß absolut zum Ignis. Ich weiß auch nicht warum. Vielleicht kriegt Prompto dann so ein krasses Gelb oder Blau oder irgend sowas. Oh, wir können da was einsammeln. Jetzt sammeln wir erstmal da was ein. Was war das? Was gibt's hier so? Leidender Pfeffer. Haben wir schon bekommen, ein paar Mal, aber es schadet ja nicht. Also dann? So. Jetzt gehen wir wieder zum Chocobo zurück und danach werden wir. Hey, habt ihr das auch gehört? Okay. Oh hey, der Chocobo ist ganz schwach. Erstmal müssen wir diese Biester beseitigen. Vorwärts! Ja. Okay. Oh, das waren viele. Oh, das auch. Ich sage, ab und an kommt es dann noch vor, dass ich nicht so ganz... Ich muss jetzt kurz mal ein bisschen erstmal klarkommen. Weil mir sind es zu viele. Ich weiß, das funktioniert jetzt nicht. Okay. Jetzt hänge ich fest. Und zwar absolut. Okay, ich hasse den Wartenmodus. Ich sag's euch, ich komme mit dem Wartenmodus gar nicht klar. Den mache ich jetzt auch wieder weg. Man muss es mögen, wirklich. Ich mag es einfach absolut nicht. Für mich ist das was. Ich komme damit einfach nicht klar. Das war jetzt nicht so gut. Klingt, als würde es dir blendend gehen. Noct, der Chocobo braucht Medizin. Schnell! Hm. Ich weiß. Gut, dass wir noch Heiltränke da haben. Sollte ich übrigens auch mal wieder kaufen. Brav so, brav. Patient bei bester Gesundheit. Mann, bin ich froh. Und ich erst. Ob der niedliche Chocobo hier in der Gegend lebt? Ganz schön gefährlich. Whis meinte, dass es auch Opfer unter den Vögeln gibt. Naja, auf alle können leider selbst wir nicht aufpassen. Das Leben in der Wildnis ist echt rau, was? Immerhin ist es diesmal glimpflich ausgegangen. Ich renne jetzt mal zur Regalia zurück, dann gebe ich den Quest ab. Wenn wir wieder dort sind, natürlich. Jetzt ist wahrscheinlich dann bald wieder zu spät. So steigt Komet auf jeden Fall auf. Das steht schon mal fest. Denk dran, auch der Gegner hat Angst. Leichter geht's nicht. Viel besser.
Was ist das hier? Verrostete Münze, okay. Komm her, Chocobo. Ach so, vorher war da noch der. Naja. Ja, und schon sind wir wieder da und geben den Quest natürlich jetzt schnell ab. Ihr wirkt, als hättet ihr Erfolg gehabt. Ja. Oder? Ja, irgendwie. Danke. Da fällt mir ein Stein vom Herzen. Meistens ist den armen Vögeln nämlich nicht mehr zu helfen. Die Chocobos hier zu halten, widerspricht vielleicht ihrer freiheitsliebenden Natur. Aber immerhin sind sie auf der Ranch in Sicherheit. Hier, euer Lohn. Dein Chocobo freut sich sicher darüber. Und was ist es? Ho, ho, ho. Wie viel Erfahrungspunkte man da bekommt, ist echt heftig. Yay, wieder eine Farbe. Noch eine Farbe. Zwei Farben. Drei Farben. Vier Farben. Vier Farben freigeschaltet. Jetzt hole ich mir nur ganz kurz die nächste Quest. Kann ich gar nicht. Gibt's keine mehr. Oh, schade. Dann gucken wir mal, was für Farben das sind. Okay, wir haben jetzt... Oh, das ist was für Prompto. Kobalt, das ist auch eine geile Farbe. Tauben. Blau. Und Grau ist natürlich auch cool. Lila ist Malve, Flieder und Lavendel. Das sind schon coole Farben. Mit meinem bleibe ich aber bei Aquamarin bis jetzt. Vielleicht switcht sich das noch und Blau ist halt. Kobalt ist auch geil. So ein Chocobo, der so richtig krass blau ist mit den schwarzen Füßen, ist schon geil. Aber ich bleibe jetzt erstmal bei ihm. Aber Prompto kriegt von mir den bernsteinfarbenen. Oder lieber einen gelben. So Gold. Ach, ich mache ihn jetzt einfach mal so. Ihr könntet natürlich auch einen lila, einen Flieder oder Lavendel oder so. Das wird auch zu ihm passen. Grau nicht so. Lavendel vielleicht. Ich weiß nicht, ob ich Ignis lieber einen grauen gebe, aber ich glaube, ich lasse den weißen. Ich weiß nur nicht, ob der nicht besser zum Prompto passt als der. Ich glaube, dass das zu einfarbig wird. Ich glaube, der passt besser. Mal gucken. Ah, ich weiß nicht. Nee. Ich gebe ihm den. Vielleicht gebe ich irgendwann dem Gladiolus diese Bernsteinfarbe. Bis zum nächsten Mal. Damit werden wir jetzt gleich konfrontiert, weil wir unseren Chocobo brauchen. Also dann? Ja doch, das passt. Das passt zu ihm. Vielleicht wäre Bernstein doch besser gewesen, wenn es passt. Was ist wohl am besten für die Vögel? Nicht einfach zu sagen. Aber seine Tiere machen einen zufriedenen Eindruck. Chocobo tritt erlernt. Im Kampf kann er dem Gegner nun mächtige Tritte verpassen. Sehr gut, mein Chocobo Stufe 4. Ja, das denke ich auch. Wir könnten aber auch mal versuchen, das Rennen zu machen. Noch kurz. Obwohl im Dunkeln ist halt nicht so toll. Ich glaube, das Rennen mache ich dann mal alleine, wenn ich die Zeit dafür habe. Ach, wir können da ja eh hinspringen. So, dann hole ich mir jetzt mal kurz die Magie. Kann ich noch nicht, ist noch nicht. Vielleicht sollten wir heute hier übernachten. Dann zelten wir. Wir sollten erst mal etwas essen.
Ich brauche bald mal neue Rezepte. Ich muss leider jetzt wieder dasselbe machen. Geschwindigkeit. Dann nehme ich doch das. Das haben wir ja jetzt schon mal gesehen. Ach, das ist so süß. Yeah. Es wird behalten. Sieht cool aus. Wieso macht er immer so blöde Bilder vom Noctis? Das nervt mich voll. Das finde ich schade. Wisst ihr, der Gestank von Chocobos ist irgendwie ein guter Gestank. Wenn du das ernst meinst, kannst du dich ja als Stalljunge bewerben. Ich glaube, er wäre der Richtige als Stalljunge. Ich habe mich schon gewundert, warum er jetzt so schnell ist. Ich habe ihm ja das Kraut gegeben, dass er schneller ist. Wisst ihr was? Dann mache ich jetzt doch mal damit, weil ich ihm ja das Kraut gegeben habe. Vielleicht hilft's und reicht aus, um zu gewinnen. Kann ich jetzt nicht absteigen? Hier kann ich absteigen. Braver Junge. Hallo, wie geht's? Wie steht's? Streng dich an, ich kenne nämlich keine Gnade. So, ich werde jetzt mal versuchen, gegen Gladiolus zu gewinnen. Fertig? Los! Na warte, dir zeige ich's. Ich lass dich nicht gewinnen. Momentan sieht's besser aus als sonst. Ich kann natürlich jetzt auch driften, aber ich möchte meinen Sieg nicht verspielen. Okay, driften ist vielleicht doch gar keine schlechte Idee. Ich lass dich nicht gewinnen. Er hat überhaupt gar keine Chance. Ich rauch ihn voll auf. Haha. Jetzt könnte man zum Beispiel raufdriften. Leichter Sieg. Der ist absolut überleicht, der Sieg. Der Sieg geht an mich. Yeah. Das war jetzt echt einfach. Wenn wir jetzt das Drift noch ein bisschen mit reinbringen, dann gewinnen wir. Das war's. Gratulation. Beim nächsten Mal steht ein neuer Parcours bereit. Dann danke. Bis zum nächsten Mal. Hallo, wie geht's? Wie jetzt steht's? Gegen Ignis, oder? Ich habe einen neuen Chocobo-Parcours aufgebaut. Den müsst ihr unbedingt ausprobieren. Okay. Querfeld ein Parcours. Da bin ich immer gespannt. Den machen wir noch schnell, kommt. Das ist schwierig. Es ist einfach so viel zu machen.
Erreiche das Ziel innerhalb des Zeitlimits. Wenn du die Strecke verlässt oder bla, ist immer dasselbe. Okay. Fertig. Los! Ah, ich muss also springen. Okay. Oh yeah, das ist wie Final Fantasy 14. Da wird's aber schwierig. Oh, das war zu hoch. Okay, wenn man fliegen kann, das ist natürlich nicht so schwer. Das ist schwierig. Das ist irgendwie schwieriger als erwartet. Oh, krass. Da hatten wir ja nochmal Glück. Also das ist schon eine Etappe schwieriger, aber es ist zu machen. Das war's. Wahnsinnszeit. Danke. So eine tolle Leistung muss belohnt werden. Hier. Du hast den Querfeld-1-Parcours schon gemeistert? Nicht schlecht. Dann werde ich den nächsten Parcours vorbereiten. Allerdings wird das ein kleines Weilchen dauern. Komm doch demnächst mal wieder vorbei. Dann klar. Bis zum nächsten Mal. So. Wenn wir sie schon haben, können wir sie auch nutzen. Los, Kleiner. Das ist so gut gemacht, Komet. Ich bin so stolz auf dich. Jetzt möchte ich natürlich erstmal gucken, was ich für Medaillen bekommen habe. Die Chocobos freuen sich, dich zu sehen. So, wir haben die neu bekommen und die. Kräftiger wirken und die lässt ihn auch kräftiger wirken. Lebhafter. Okay, lebhafter und kräftiger. Ich mag es ja, wenn meine Chocobos sehr lebhaft aussehen, aber lassen wir das mal dran. Vielen Dank für deinen Besuch. Bitte, habe ich gern gemacht. Jetzt haben wir das natürlich gemeistert und können in Richtung Familienbande mal gehen. Sollte ich mal tun. Ist das Familienbande? Nee, Nebenaufgabe vom Dave. Lasst nichts liegen. So, okay. Ich fahre da jetzt mal kurz hin. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich dort bin. Bis gleich. Du, Noct? Sag doch mal, hast du vielleicht Sonderwünsche für Fotos? Knipst doch mich. Wird gemacht, okay. Du bist der Boss. Hey, das war ein Scherz. Okay, danke. Was brauche ich denn für sein Sandwich? Was ist das? Nee, das ist Jägerbrot. Knoblauch. Ja, aber ich würde ja gern mal Pannenset. Musikgerät. Ah, man kann auch zu Fuß Musik hören. Das wollen wir jetzt aber noch nicht.
Okay, ich kann leider nicht gucken. Okay, dann nicht. Beeindruckend, den Meteor mal von nahem zu sehen. Ja, das Ding brennt! Und Titan stützt ihn von unten. Moment, ich dachte, den gibt's nur im Märchen. Laut Historikern kämpften die sechs Götter schon immer an der Seite der luzischen Könige. Echt jetzt? Echt jetzt. Bei Nocts Anblick schwer zu glauben. König ist nicht gleich König. Ja, ja, lacht nur. Wieso sind die immer so gemein zu ihm? So unfair. Wir sind auf jeden Fall bald da. Toll, dieser Tunnel. Irgendwie echt schön. Wie die Stadt wohl aussehen mag? Wow! Hey, hey! Ziemlich große Stadt, was? Nach langer Zeit wieder mal eine Großstadt. Oh, eine Seilbahn! Ich frag mich, wohin man damit wohl fahren kann. Und da sind wir auch schon angekommen. Prompto fährt rückwärts. Ganz er hat einen Unfall gebaut. Habt ihr es gehört? Sollten uns ein kühles Plätzchen suchen. Gönnen wir uns heute ein klimatisiertes Hotelzimmer? Oh, mit Sicherheit gibt es eine adäquate Unterkunft in der Nähe. Kann ich mich jetzt automatisch hierhin teleportieren? Weil dann könnten wir nämlich noch kurz... Ich denke, das geht. Dann könnte ich nämlich kurz noch Heliodore abgeben. Das hatte ich jetzt schon wieder fast vergessen. Mist. Das ist blöd gelaufen. Da reisen wir jetzt mal kurz hin, machen das kurz und dann geht's weiter. Ich habe jetzt mal überlegt, ich werde jetzt zwei Parts Ich habe jetzt überlegt, ich mache jetzt zwei Parts in einem... Beziehungsweise ich nehme jetzt mal zwei Parts am Stück auf, weil ich dann vielleicht mehr schaffe, weil ich gerade momentan einfach nicht so weiterkomme, wie ich das will. Es einfach viel zu viel zu tun und zu machen gibt und ich keine Ahnung habe, wie ich vorankommen soll. Deswegen beeilen wir uns jetzt einfach mal und ich nehme einfach mal zwei Parts am Stück auf. Ach, tut gut, mal nicht töten zu müssen. Willkommen am Galdin Kai. Danke. Köstlicher Duft. Das Essen hier schmeckt ausgezeichnet. Hier. Oh, danke. Das ging ja schnell. Sind die sicher? Zu Prinzen vielleicht höflicher? Nee, leider nicht. Ah, schade. Na dann, die Belohnung. Ich hab noch mal eine Schippe draufgelegt. Erzähl demnächst mal, wie du's fandest. Wenn er jetzt wieder einen Quest für mich hat, dann weine ich. Oh Mann, ich weine. Ihr kommt ja wie gerufen. Mir schwant nichts Gutes. Dann weißt du also sicher schon,
was ich jetzt sagen will? Geht's um Rohedelsteine? Genau. Wir zwei werden noch richtig dicke Kumpel. Nö. Das glaube ich nicht. Bis zum nächsten Mal. Wann wollen wir uns treffen? Eine echte Freundschaft fürs Leben, was? Er behandelt dich wie seinesgleichen. So spricht man doch nicht mit einem Prinzen. Das musst du gerade sagen. Vorzüglich. So, ich werde jetzt in die Stadt laufen. Zumindest hoffen, dass ich es noch rechtzeitig schaffe. Weil den Quest mache ich dann später.